Kräfte nähern sich. Gescannt. Lade Dateien. Wir haben einige belastende Beweise gefunden, dass große Firmen nachlässig waren. Und die Vermutung, dass jemand dem Heilmittel dichter auf der Spur war, als wir dachten. Wir müssen die Person finden, von der die Beweise stammen. Wir suchen nach einer Whistleblowerin, einer Wexix-Angestellten namens Judy Walters. Sie wurde zuletzt in der Zentrale von Wexix gesehen. Glaube ich wieder an die Menschheit. Hi. Vielleicht habe ich euch vielleicht noch. Machen Sie so weiter. Aktives Echo-Signal geortet. Tut mir leid, Sir, aber ich muss Sie bitten zu gehen. Wir wollen uns nur trocknen. Gönnen Sie uns eine Pause. Tut mir leid, aber Sie müssen die Sachen mitnehmen und den Bereich verlassen. Das ist Privatbesitz und Sie halten den Verkehr auf. Hier ist kein Verkehr, Mann. Ach, kommen Sie. Das sind keine Monster, Mr. Valesi. Ich werde noch mal versuchen, Sie zu überzeugen. Judy, das ist eine Story, egal ob Sie sie überzeugen oder nicht. Hören Sie, Sie müssen das ja nicht senden. Aber wenn Sie mir eine Art Beweis liefern könnten. Ich muss los. Ich rufe zurück. Schatz, hör zu. Mir ist egal, was die Andersons dir gesagt haben. Hey, pass doch auf! Nein, nicht du. Schnapp dir die Kinder und vergiss Melissas Medikament nicht. Wir verlassen die Stadt. Thank you.
glauben Sie dran? Mr. Valesi, ich meine es ernst. Ich rede erst, wenn ich Ihnen eine zweite Chance gegeben habe. Und ich hoffe, Sie überzeugen Sie. Aber wenn nicht, warte ich draußen auf Sie. Ich gehe um 7 auf Sendung. Judy, der Aufsichtsrat verlangt nach Ihnen. Mann, das wird langsam verrückt da draußen. Ich wollte mich schon krank melden. Mein Hals ist ganz rau, aber mit den bevorstehenden Gehaltsverhandlungen... Hey, Judy. Judy? In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Symptome behandeln. Das ist besser für alle. Ich sage es offen. Wir sind nicht die Heilsarmee. Und man sagt, die haben das Heilmittel. Sie wollen die Leute sterben lassen, weil das nicht in ihrem Auftrag steht? Verdammt nochmal, Alan. Ich habe Kinder. Und ich denke an ihre Zukunft, nachdem das hier vorbei ist. Das ist die Lage. Wir haben kein Heilmittel und wir müssen die Aktionäre zufriedenstellen. Unser Profit kann dann in die Forschung fließen. Das sehe ich ganz genauso. Judy, wo wollen Sie hin? Wissen Sie, mit ein paar Leuten und Ressourcen wäre das Heilmittel schnell entwickelt. Ich dachte, man könnte vielleicht, nur vielleicht, die Menschlichkeit voranstellen. Security. Matthew, Mrs. Walters kommt runter. Könnten Sie sie festnehmen? Judy. Okay. Miss Waters, bleiben Sie bitte. Lassen Sie mich los! Hey. Was zur Hölle geht da drüben vor? Ein Echo in der Nähe. Ich weiß Ihre Güte zu schätzen.
Achtung. Sie sind Nummer 409 in der Warteschlange. Nein, ich scherze nicht. Sie. Das ist direkt vor meinen Augen passiert. Rick, ohne sie ist die ganze Story gestorben. Vielleicht sollten wir das mit der Directive 51 durchziehen. Hast du was dazu? Nein, aber bleib dran. Die Story ist noch nicht tot. Mist, das war nicht gut. Egal, ob Wixix ein Heilmittel hatte oder nicht, der USB-Stick hätte der Durchbruch sein können, den wir brauchen. Ich werde versuchen, diesen Rick Valessi aufzuspüren. Danke, Agent. Meldungen, dass die Rikers Menschen als Geiseln halten. Aber seien Sie vorsichtig. Hören Sie, falls Sie etwas brauchen, egal was, lassen Sie es mich persönlich wissen. Es wäre mir eine Ehre und ein Vergnügen. Und falls Sie wissen, wo ich eine dieser genialen Uhren herkriege, sagen Sie es mir bitte. Aufrücken! Alles Glück der Welt da draußen. Sie zurück hinter Gitter. Unsere Chance! Was ist das? Verbrecherbande, aufrufen! Scheiße!
auseinander! Mach eine Granate! Vielen Dank, das war echt super. Schrecklich. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Und ich dachte, Agent, ich muss Ihnen nicht mehr sagen, wie großartig Sie sind. Aber solange wir hier noch in Funkverbindung stehen, muss ich es einfach loswerden. Geil. Sie sind mein großes Vorbild. Und zwar in Mode und Lifestyle. Vielleicht treffen wir uns mal, wenn das alles vorbei ist. Meldungen über ein paar randalierende Rikers. Ich will Ihnen ja keine Umstände bereiten, weil Sie ohne Zweifel eine unglaublich wichtige Persönlichkeit sind. Aber wenn Sie sich darum kümmern könnten, wäre das ein Traum. Sie sind wie ein Engel. Wie geht's Ihnen?
weißt du was? Das war nicht mal mein schlimmstes Date die Woche. Okay, jetzt musst du am Samstag mit in diese Brauerei in Brooklyn kommen. Du lernst dein eigenes Bier zu brauen. Wir gehen alle. Bierbraukurse und Brooklyn-Hipster? Welches Jahr haben wir? David steht total auf dich. Ich setz dich auf die Liste. Wieder Routen genau ist. Ich hoffe, es geht euch gut in eurem Viertel. Oder waren das so Schwerte?
Gebiets. Oder wie auch immer ihr es diese Woche nennen wollt. Wir suchen eine Chance, wenn wir zusammenhalten. Daran gezweifelt hätte. Wachen Sie eigentlich manchmal morgens auf und freuen sich, wie cool es ist, Sie zu sein? Ende der Durchsage. Alle tot!
Agent, ich muss Ihnen sicher nicht sagen, dass Sie ausgezeichnete Arbeit geleistet haben. Das wissen Sie selber, nicht wahr? Und hat Ihnen schon mal jemand gesagt, wie unheimlich gut Sie aussehen? Denn das tun Sie. Ende der Durchsage. Apokalypse gerade wirklich als echtes Leben bezeichnet? Naja, okay. Also, ich konnte das noch nicht aus erster Hand bestätigen, aber ich habe hier Berichte über Gruppen von Leuten in Schutzanzügen.